Ja, da oben im Zwielicht sieht man also die Spitze des Ätnas, Wolken umhangen, ja, aber schlecht zu erkennen. Kan bakom katamaran. Jetzt muss man sich nur noch vorstellen, in Deutschland Hitlerbüsten. So, jetzt wird so langsam Abend hier in Taormina. Und immer noch viel los. Aber es geht jetzt zurück zum Bus, dann wieder ins Parkhaus und über die Autobahn nach Acque Dulci. So, wir befinden uns hier auf dem Wege nach Radanzo und haben einen wunderbaren Blick auf den Ätna. Man kann da sehr gut sehen, links die so Schneefelder und rechts kommt so ein bisschen Rauch raus. Da sind so drei Stellen, da raucht es raus. Das war ganz interessant. Also kriegen wir den Ätna mal von nahen zu Gesicht. Hinter mir ist der Ätna zu sehen. Ein wirklich beeindruckendes Panorama. Ja klar, ne? Via Ätna. Ja, das hat hier alles ein bisschen Pech gehabt. Es wurde von Lava überschwemmt. Noch schön zu sehen, steht da noch so eine halbe Hütte und der Lavastrom, ja, hier ist der Lavastrom runtergekommen 1981. Unter umgeknickte Telefonmasten. Ja, wir sind hier auf der Straße del Vino del Etna, der sogenannten Weinroute. Man kann hier in Lilla so die Weinbaugebiete erkennen. Und auf dieser Karte sehen wir auch, dass man sogar mit einer Seilbahn hochfahren kann. Auf den Etna. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen heute. So, überall zweigen hier Straßen ab, wo man auf den Ätna drauf fahren kann. Mal gucken, wie weit wir kommen. Der Ätna ist 3300 Meter hoch. Da wird im Winter die Schneekette Pflicht. Ein Lavastrom.
Lava, soweit das Auge reicht. Wir waren jetzt so halbwegs oben auf den Ätna, aber man kann da nicht viel sehen außer Lavaströme. Es war da also nichts Neues zu finden. Wir fahren jetzt wieder runter und zurück nach Acqua Dolce. Diese stacheligen Gesellen sind Maronen. Randazzo! Ja, hier probieren wir sizilianische Spezialitäten. Das hier haben wir uns einfach mal gegönnt. Bravo! Gut! Jetzt haben wir hier einen starken Kaffee getrunken, jetzt wollen wir doch nicht mehr nach Hause, oder? Nee, noch ein bisschen bleiben wir. Noch ein bisschen bleiben wir, genau. Guck mal hier, der ist ganz im Dullen hier. So, jetzt sind wir hier auf dem Lande und bei Verwandten vom Louis und feiern Geburtstag. Auch von der Ulla natürlich, die weiß noch gar nichts. Da haben wir eine Torte bestellt, eine 3 Kilo Eistorte. Und dann wollen wir mal gucken. Doch. Es wird aufmunitioniert. Se la va a fare la foto. Sì, a mangiare, come no? Aio, non mi fate. Egal. So, hier wird jetzt ein Feuerchen gemacht, damit man was grillen kann. Salute! E poi non dai mai. So, das Grillkohle wird jetzt hergestellt. Maria, die Spitzenköchin. Un...
Ortschaft ist Disgrazia Provitiva, Abibi. Werden die Makaroni ins Wasser geschmissen. Makaroni kochen auf offenem Feuer. Hast du noch nie gesehen? Wir machen das immer um den Herd. Ja. Antonio, Chef de Cuisine. Tschüss. Ja, da kochen die Macaroni. Der Hammelbräter. So, wir haben gerade die Eistorten abgeholt für die Geburtstagskinder und fahren jetzt wieder hoch in dieses Gartenhäuschen. So, hier, mach auf. Vai dentro, dai. Lavora Gaura, sta avanti le porte.
Im Licht der Taschenlampe werden hier die toten Tiere gegrillt. Man muss sich doch wundern. Hier wird nur gegessen, gegessen, gegessen. Morgens wird aufgestanden mit Essen. Mittags gibt's Essen, abends gibt's Essen bis in die Nacht rein. Und die bleiben dünn. Die bleiben dünn. Die Italiener bleiben dünn. Man kann es nicht begreifen. Francesco, neben der ganzen Landschaft haben wir natürlich auch gebadet, klar. Das Wasser war sehr nass. Da ist nur 100% aus Wasser bestand. Mit Raucherlunge hätte er das nicht mehr geschafft. Früh übt sich, was ein Maurer werden will. Rosalie hält sich immer die Augen zu, wenn sie merkt, dass sie gefilmt wird. Aber heute nicht.